die Geschichte von Omnek unterscheidet sich schon zu vielen anderen Lebensgeschichten insofern, als dass sie sagt, sie hätte zuerst auf der astralen Ebene der Venus gelebt. Sie sagt, auf der Venus gibt es in einer höheren Frequenz eine Gesellschaft, die früher auch mal physisch existiert hat auf der Venus, die aber seit Millionen von Jahren in eine höhere Schwingungsfrequenz angehoben worden ist und die in der Astralwelt, also in einer feinstofflicheren Welt existiert. Und sie sagt, dass sie dort gelebt hat, dass sie dort auch geboren wurde, also astral geboren, nicht physisch, ja, sondern mit einem Astralkörper geboren. Und dass sie dann eben als 7-jähriges Kind die Möglichkeit bekam, sich einen physischen Körper zu manifestieren, in Begleitung ihres Onkels dann auf die Erde gebracht zu werden. Sie wurde also physisch mit einem Raumschiff auf die Erde gebracht, so lautet die Lebensgeschichte, um hier ausgetauscht zu werden durch ein Mädchen, was schon auf der Erde gelebt hat. Und das hat ganz viele Gründe und das ist alles eine große Geschichte, groß organisiert von der spirituellen Welt und so, weil Omnek eine Mission mitgebracht hat. Also sie hatte ein Karma aufzulösen und sie hatte aber auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe bestand und besteht darin, die Menschen eben genau über das zu informieren, nämlich dass der Mensch erstmal viel mehr ist als das, was er denkt, dass er viel mehr ist als nur Körper. Dann, dass wir alle eine universelle Spezies sind, also dass die Menschheit nicht auf die Erde begrenzt ist, obwohl das die Masse der Menschen auf der Erde immer noch glaubt, weil natürlich jetzt die UFOs nicht so offensichtlich um uns rumfliegen und das hat auch wieder seine Gründe, ja, so, das ist also eine ganz große Sache sozusagen. Es geht letztlich darum, dass wir als Menschheit unser Bewusstsein anheben, dass wir also unser Gewahrsein darüber, wer wir wirklich sind, dass wir wirklich in Wahrheit Seele sind und dass wir unsterbliche Wesen sind, in Wahrheit sozusagen, die nur lauter Verpackungen und lauter Erinnerungslücken mit sich herumtragen. Und das ist unter anderem ihre Botschaft oder ihre Mission, dass sie dieses Wissen den Menschen, die dafür bereit sind innerlich, ihnen zurückbringt. Und deswegen ist es eben was anderes, als wenn es von oben kommt, weißt du, wenn jetzt die ganzen Lehrer und Geistführer und UFOs alle hier landen würden, dann würden alle nur Angst kriegen oder einen Schreck kriegen und es wäre dann kein Wissen, das aus uns innen heraus erwacht, sondern es wäre wieder nur ein Wissen, was uns von außen übergestülpt wird. Und das soll so nicht funktionieren, das soll so nicht gehen. Es soll so sein, dass es wirklich von Mensch, von höher entwickeltem Mensch, wenn du so willst, oder von wacherem Bewusstsein zu schlafendem Bewusstsein von 1:1 weitergegeben wird. Und das löst dann diese Erfahrungs- und Erinnerungsprozesse aus. So habe ich das auch erlebt. So bin ich auch da in dieses Ganze reingekommen vor circa 25 Jahren. Und das braucht lange Zeit, um integriert zu werden. Also wenn es einmal sozusagen angezündet ist, dann geht es nie wieder aus. Das ist das eine. Aber bis es wirklich dann komplettes Bewusstsein geworden ist, das dauert mindestens das ganze Leben, glaube ich. Also wenn ich jetzt vollkommen super erleuchtet wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Und das ist ja nicht ganz der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist ja, hier weiter zu lernen auch und im Lernprozess dann auch weiter sich zu entwickeln und so gut es geht, das Ganze zu integrieren und dann auch wieder weiterzugeben. Letztlich geht es um die Bewusstseinsentwicklung und Erweiterung. Und die Omnek, die hat halt den Vorteil, dass sie eben mit diesem offenen Bewusstsein gekommen ist. Also dadurch, dass sie nicht auf der Erde geboren wurde, ist sie nicht in dieses Vergessen gegangen. Ja, sie hat also nicht vergessen, wer sie ist. Und dadurch kam, als sie kam mit 7 Jahren, und in diese Familie eingeschleust wurde sozusagen, da wusste sie, sie wusste ihr Leben lang, wer sie ist. Und das macht die ganze Sache mit ihr so extrem intensiv, weil dadurch, dass sie dieses pure göttliche Bewusstsein verinnerlicht hat, das wirklich nie weggegangen ist bei ihr, ja, auch nicht durch die ganzen tragischen Lebenserfahrungen und Schwierigkeiten, die sie alle durchgemacht hat. Also wirklich, sie ist echt durch die Hölle gegangen. Vieles hätten wir gar nicht überlebt als Normalsterbliche fast. Also einfach emotional überlebt, ja, die ganzen Schwierigkeiten. Und
Ja, aber sie hat das Wissen, dieses Bewusstsein einfach intakt halten können. Und das liegt an ihrem Ursprung. Und das macht sie so rein. Also die Seele ist einfach sehr rein, sehr klar und sehr, sehr liebevoll. Und diese Ausstrahlung, hat sie mitgebracht und die macht das so, so wertvoll zu teilen und zu integrieren. Ja. Dass die Menschheit eine universelle Spezies ist, dass wir alle vor Millionen von Jahren von anderen Systemen kamen, um diese Erde zu bevölkern. Also unsere Vorfahren kamen von sonst wo aus der ganzen Galaxie, um diese Erde zu bevölkern. Es ist so kompliziert, das in wenige Sätze zu tun. Also das sind jetzt die universelleren Informationen. Es gibt natürlich auch persönliche Botschaften, natürlich für uns Menschen, für uns individuell. Nur das macht das Ganze so, weißt du, es macht unsere Köpfe auf. Also wenn wir realisieren, dass wir ja, das andere ist natürlich diese Seelengeschichte. Das heißt, dass wir in Wirklichkeit Seelen sind. Das ist die andere wichtige Information. Das heißt, dass wir also wirklich unsterbliche Wesen sind, die nur durch körperliche Erfahrungen durchgehen und dass die körperliche Existenz auch nicht mit dem Menschsein angefangen hat, sondern mit dem Mineralstadium, mit dem pflanzlichen Stadium, mit dem tierischen Stadium und mit dem menschlichen Stadium dann zu einer Art Vollendung findet, bevor dann wiederum die Reise zurückgeht in die geistigen Welten. Das heißt, wenn wir uns im physischen vervollkommnet haben, so lautet Ihre Botschaft, dann steigen wir auf in die nächsthöhere Schwingungsebene sozusagen. Dass wir dann auch, das ist das, was auch der Buddhismus lehrt, ja, du kennst das mit dem Rad der Wiedergeburten, dass wir also so lange in diesem Rad der Wiedergeburten bleiben, bis wir irgendwann das Nirvana erreicht haben oder den Samadhi-Zustand oder diese Erleuchtung. Und dann haben wir die Freiheit, ob wir zurückkehren oder als Bodhisattva, um nur noch zu lehren und Liebe und Mitgefühl auszusenden sozusagen, oder ob wir sagen, nee, ich bleibe jetzt, also Omnek hat zum Beispiel entschieden, dass sie nicht mehr inkarniert, dass sie ganz klar diese Chance nutzt, als Lehrerin zu wirken und ihre karmischen Zyklen zu vollenden in dieser Inkarnation. Deswegen hat sie auch so viel Leid erfahren müssen, und so viel Schwierigkeiten durchlitten, weil sie wusste immer, alles ist es wert, denn ja, das klingt so, als wäre das irgendwie so, als würde man das so extrem anstreben wollen. So ist es jetzt auch wieder nicht. Aber sie hat entschieden, für sie ist es dann durch, so ungefähr. Ja, sie lernt dann in den höheren Dimensionen weiter. Also diese Reise der Seele ist eine wichtige Botschaft und Information von der Omnek. Das andere ist eben die Herkunft, die Ursprünge der menschlichen Spezies auf der Erde, wo die überall herkommen, dass wir also nicht nur auf diese Erde begrenzt sind. Und was halt auch eine ganz wichtige Information ist, ist eben, dass die Menschheit vor langer, langer Zeit durch eine genetische Manipulation durchgegangen ist, also durch eine, manche sagen es, erzählen es auch anders, ja, einfach durch eine Frequenzabsinkung. Also, dass wir früher vollkommen bewusste Wesen gewesen sind, als bevor diese Verdunkelung kam, und dass dann aber die Welt oder die ganze Erde, das ganze Menschliche, die Menschen auf der Erde, dass das dann zu einem Negativplaneten geworden ist, wenn du so willst. Also negativ im Sinne von Erfahrungsplanet für die jüngeren Seelen, um halt auch durch die volle Unbewusstheit zu gehen und sich selbst vollkommen zu erfahren mit allen Facetten des Negativen auch. Und diese genetische Manipulation hat dazu Folge gehabt, dass wir durch den Geburtsprozess in das Vergessen geraten sind und in die volle Abtrennung vom Schöpfer, wenn du so willst. Das heißt, dadurch, wenn man alles vergisst, weiß man nicht, wer man ist. Also das heißt, ich weiß nicht, dass ich Seele bin. Ich glaube, ich bin höchstens, wenn überhaupt, dieses physische Wesen, dieser physische Körper, der stirbt und dann wird er vermoderter, wenn er begraben wird oder er wird verbrannt und das war's. Das ist dieses materialistische Weltbild, dass man glaubt,
diese Existenz ist nur auf das Körperliche begrenzt und das ist alles. Es gibt keine Seele, es gibt keinen Gott. Und der Gott ist, wenn überhaupt, irgendein zorniger Gott, das der Rache. Aber diese Abtrennung von der Echtheit, von der wahren Liebe, von dem, was Gott wirklich ist, also diese schöpferische Urquelle, die ist dann eben die kann vollständig sein. Und daraus folgt dann die ganze Trennung auf der ganzen Erde. Also die ganzen unterschiedlichen Sprachen, die ganzen unterschiedlichen Religionen, die ganzen Kulturen, die ganzen Systeme, die ganzen politischen Systeme, das Geldsystem, alles das ist eine Folge des getrennten Bewusstseins in den Menschen. Die kreieren dann diese Trennung. Und es gibt dann ein paar, die beherrschen und eine Masse, die sich beherrschen lässt. Ja, Ja. das ist die Welt, so wie wir sie kennen. Ja. Und der Punkt ist der, dass die gesamte Menschheit dann sich an den Punkt gebracht hat, vor etwa 100 Jahren, also circa, dass sie technologisch in die Fähigkeit gekommen ist, die ganze Erde zu zerstören durch Atombomben. Mit der Atombombenentwicklung wurde die spirituelle Hierarchie, so kenne ich die Geschichte jedenfalls, Ja. total, also nochmal so ungefähr, hey, wir müssen was machen, so geht es nicht weiter. Die Menschen auf der Erde, die hauen irgendwann den Planeten in Schutt und Asche, wenn wir nicht helfen, auf die spirituelle Weise helfen, also nicht durch von oben einmischen, UFOs landen und alle Köpfe aufmachen und Köpfe waschen, Gehirne waschen, das ist nicht der Weg, Ja. sondern wir brauchen Wege, um die Frequenz des Planeten zu erhöhen, damit die Menschen in ihre ursprüngliche Kraft wieder zurückfinden, damit sie wieder wach werden, damit sie wieder ihre Anbindung an Gott zurückfinden. Sonst hauen die hier alles in Schutt und Asche. Und das ist der Grund, weswegen spirituelle Lehrer in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden sind und immer mehr gebracht werden oder sagen wir mal so, also auch als Seele gebracht werden. Du und ich, wir sind zwei davon, die hier geboren sind, aber die dann eben durch ihr Aufwachen durchgehen, durch Ja. Lehrer, und Informationen, die uns sozusagen zugetragen werden, ja. Und Omnic ist halt einer davon. Sie ist jetzt nicht die weltbekannteste. Gibt es alles Gründe für, kann man alles erklären. Aber sie ist halt einer der Puren, der Reinen sozusagen, ja, der da wirklich noch diese komplette Anbindung hat. Und die Zeit, durch die wir jetzt durchgehen, ist die Zeit der Schwingungserhöhung, damit die Erde sich nicht zerstört, damit die Menschen, die paar Hansel, die irgendwie der Meinung sind, Macht und Geld ist alles, was hier zählt und wir müssen alles unter Kontrolle bringen, wir müssen alle Menschen weiterhin aussaugen, ja, dieses Aussaugsystem, das soll zu Ende gehen, damit die Menschen wieder frei werden, damit die Seelen wieder frei werden und wachsen können. So, und das ist das, was jetzt gerade passiert.